Ich habe endlich die Game Awards Lackierung jetzt hier freigeschaltet bekommen. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich dachte. Auf den Bildern sah die auf jeden Fall schlechter aus. Sobald ihr euch einloggt, bekommt ihr das Ganze jetzt kostenlos. Endlich hat man das Ganze bekommen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 0 Sekunden. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wir haben hier heftige Sachen. Der Kollege ist wieder da. Also nochmal kurz zu der Lackierung. Wenn ihr die Game Awards auf Twitch geschaut habt, dann solltet ihr die ab heute bekommen. Einfach Fortnite starten. Eventuell hat Epic Games das auch an alle verteilt, die das Ganze nicht geschaut haben. Aber da müsst ihr selber mal nachschauen. Okay. Wir haben... Oha. Oha. Okay. Es ist ein Riesenshop. Alles ist noch am Start. Wirklich, wirklich alles. Okay. Fangen wir mal ganz oben beim seltenen Skin an. Der Zuckerfreak ist wieder am Start. So eine komplette Zuckerstange. So ein Skin soll ja auch bald dann reinkommen. Heute ist übrigens auch das große Winterfest-Update. Kreativ bekommt auch ein komplettes Update. Für PC sind es 23 GB. Und für die anderen Konsolen gab es noch keine Infos. Aber der Skin ist nicht schlecht. Für 1.5 ist es mal was Lustiges, oder? Ich finde den lustig. Hätte auch gut zu Halloween gepasst. Passende Spitzhacken. Ja, passt auf jeden Fall. Dann haben wir hier Agent des Chaos. Ja, Agent des Chaos. Ja, genau. Mit zwei Stilen. Einmal hier so. Den finde ich echt perfekt zum Spielen. Außer den Zweitstil. Den finde ich jetzt nicht so nice, weil das hier würde in-game bestimmt stören. Dann haben wir hier noch das passende Backbling dazu. Passt perfekt. Was gibt es hier noch? Chaos-Sense. Ist eine schmackhafte Spitzhacke. Klickt auch gerne oben rechts auf das i für weitere Videos, denn der Bangara Boogie Emote wird auch bald in den Shop reinkommen. Müsst ihr mal unbedingt abchecken. Dann haben wir hier die Lackierung. Ist auch nicht schlecht. Können wir mal hier schnell durchscrollen. Für 500 passt es eigentlich. So, dann sind wir hier fertig. Dann haben wir hier diese Skins. Der ist heftig. Also nicht der Stil, sondern der Zweitstil. Der ist wirklich cool. Backbling hat keinen zweiten Stil bekommen. Ist heftig. Wie viel kostet der? 1,5? Ja, ist jetzt nichts Animiertes dabei, oder? Aber der geht fit. Was haben wir hier noch? Spitzhacke. Hat sogar einen coolen Sound. Und einen coolen Effekt. Deswegen 1,2. Zwar leicht überteuert, aber geht klar. Dann haben wir hier diese Venturion-Skins. Die haben sogar auch Stile bekommen. Auch so in Rot-Schwarz. Sehen aber fresh aus. Gefallen mir viel besser als die Standard-Variante. Was gibt es hier noch? Weibliche Variante, genau dasselbe Spiel. Einmal Standard, einmal Rot-Schwarz. Oder ne, Rot-Grau eher gesagt. Und einmal hier Rot-Schwarz-Grau, ja. Genau. Sieht auch nicht schlecht aus. Passende Spitzhacke. Die sollten mal echt ein Zweitstil auch für die Spitzhacke raushauen. Wenn die schon für die Skins immer zwei Stile raushauen. Triumph. Sehr, sehr leiser Gleiter. Kann ich empfehlen. Was gibt es hier noch im Shop? Dann haben wir hier die ganzen täglichen Gegenstände. Die gefällt mir irgendwie gar nicht. Hat einen Backbling mit mehreren Stilen. Einmal hier so. Und Schimmer an und Schimmer aus. Sie hat sogar auch vier Stile. Okay. Und Schimmer aus. Erkennt man fast nichts. Ja, von hinten sieht man, ja, es geht. Es geht, es geht. Dann haben wir hier die Dame. Speerranger finde ich jetzt auch ganz ehrlich nicht so besonders. Was gibt es hier noch? Habe ich mal gespielt gehabt und habe ich mal gefeiert, aber jetzt auch nicht mehr so. Ist ein cooles Emote. Ich schaue mal kurz nach, ob wir was Seltenes haben, außer den Zuckerstangenboy. So, wir haben heute... Wir haben heute... Lass dich mal gucken. Nicht selten, nicht selten, nicht selten, nö. Nee, nichts Krasses dabei. Außer der Zuckerstangenkollege da oben. Schwer beschäftigt für 500... Geht, geht, geht. Was gibt es hier? Schwere Schritte. Ist ein lustiges Emote. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.